Willkommen zur nächsten Aufnahme von Mega Man 3. Ja, hier haben wir so komische Steintypen, die uns immer erwischen, ausnahmslos. Ich weiß absolut nicht, wie wir denen ausweichen sollen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Okay, hier können wir Rush Call nochmal nehmen. Zack, haben wir volle Energie und können danach das Ding auffüllen. Sehr nett. Also haben wir alles voll. Bis jetzt. Okay, ist wieder einer von denen. Ich habe echt keine Ahnung, wie man den ausweichen soll. Ich weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen, der Stein geht auch noch dahin. Obwohl der Typ schon gar nicht mehr da ist. Ja. Ja, krass. Oh mein Gott. Die Hälfte der Energie weg. Hallo, was geht denn? Das ist nicht schön. Nö. Oh weia, oh weia, oh weia. Gut, hier sind wir bei den Endgegnern. Wie in jedem Mega Man Teil müssen wir alle besiegen. Ja, ich weiß noch, wo die alle sind und wir fangen mit Top Man an. Nicht ohne Grund. Denn, wer weiß, ist Top Man sehr einfach und da ich gerade einen kleinen Energiemangel habe, kommt mir der sehr gelegen. Denn jeder Endgegner hier droppt eine volle Energie. Verfickt, das war dumm. Sehr dumm sogar. Eigentlich hätte ich mich von dem gar keiner treffen brauchen lassen. Oh Mann, so blöd. Okay, schön. Okay, der dürfte beim nächsten Mal oder übernächsten Mal auf jeden Fall drauf gehen. Ach. Ja, jetzt ist er, glaube ich, tot. Tschüss. So, und er gibt uns große Energie. Na gut, hätten wir uns nicht treffen lassen, würden wir noch ein bisschen mehr haben. Ja, Topman habe ich mir gemerkt, die anderen nicht. Das ist Hardman, der war auf jeden Fall gegen Magnetman. Ah, krass, ja. Oh, war ja. Hallo, wie soll man dem denn ausweichen? Das ist doch... Hat er uns doch erwischt? Ich weiß es nicht, anscheinend nicht. Cool. Ja, dann war das Hardman. Wen haben wir hier? Gemini-Man, okay, der war gegen Snake. Ah. Okay. Mhm, krass. Oh ja, klar, ich habe dich berührt, das hat man gesehen, ja. Stimmt. Puh, äußerst knapp, muss man sagen. Der hätte uns nämlich beim nächsten Mal kaputt gemacht, glaube ich. Ja, nicht so toll. Okay, das ist Magnet Man. Den machen wir mit Spark. Ja, krass. Oh, Mann. Hallo? Ja, Energietank. Wir nehmen den ersten. Ach Gott. Magnet Man. Er ist so billig eigentlich. Ja, krass. Treffe ich am besten nochmal. Oder mach gleich meine Spark-Energie leer. Geht auch. Okay, die haben wir alle. Dann gehen wir hier oben hin. Wer fehlt uns noch? Das ist Needleman. Der wird gemacht mit Gemini. Wo ist Gemini? Moment, da. Oh krass, dass du direkt ausweichst. Oh nein. Ja, schön. Oh nein. Ja, cool, wenn ich mich jetzt nicht mehr treffen lassen würde, aber das lasse ich natürlich. Tschüss. Oh weia. Okay, wir sind aber trotzdem noch fast voll. Von daher geht das doch alles so in Ordnung. Wer ist hier? Shadow Man, der war mit Top. Ja. Irgendwie ist das ein Schaden-zu-Schaden-Duell. Ja, eindeutig. Hier nimmt man unheimlich viel Schaden, aber er auch. Das finde ich irgendwie ein bisschen mies, aber gut. Sparkman, was war gegen dich denn aktiv? Was sag ich da schon? Needle? Stimmt, Needle war's. Ah. War cool, dass du mich erwischt, ja. Schön, auch kaputt. Okay, mit den Leben geht es gegen, ja, Snake Man, stimmt. Snake Man machen wir mit Snake Man. Ja, sieht jetzt vielleicht seltsam aus, ist aber wirklich sehr wirkungsvoll, muss man echt sagen. Oh. Ah, du Sack. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hasse Snake Man. Und zwar total.
Tschüss, Snake Man. Ah, Gott. Ich glaube, das waren alle. Ja, einen Energietank haben wir weg. Ich denke mal, das kann man verschmerzen. Durchaus. Oh, jetzt müssen wir gucken, was wir auffüllen. Ja, zweifellos werden wir Sparkman auffüllen. Unter anderem aber auch Snake Man. Ja. Wir brauchen nämlich für Wily Snake Man, Sparkman und Hardman. Ja, die brauchen wir alle. Okay, wir haben Hardman voll. Snake Man ganz und gar nicht. Also werden wir den definitiv einmal auffüllen. Sparkman. Ja, es ist eigentlich das Wichtigste. Also die andere brauche ich ja gar nicht mehr machen. Hardman ist voll. Okay, das ist mein Leben. Schön, ja. Das ist eine kleine Energie, die ich nicht brauche. Okay, mit 10 Leben und 6 Energietanks geht es zu Dr. Wily. Also, ja, doch, es sollte reichen. Nehme ich sehr, sehr, sehr stark an. Okay, hier müssen wir warten, bis wir seine Kanone sehen. Hallo? Nämlich die. Okay, und jetzt sollten wir nach Möglichkeit Hardman nehmen. Schön. Oh, fuck. Und wir treffen ihn nicht. Schön, einmal. Hallo, was sind das für Kackdinger? Okay, wir haben ihn nochmal getroffen. Nö, Energietank. Ist mir jetzt sowas von kackegal. Ja, mhm. Krass. Ja, krass. Och, fick dich, ey. Mann, Wily. Ja, krass. Oh, das ist fair, ja. Das ist sehr, 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 sehr fair. Mhm. Ey, du Spacko. Mhm, krass, ja. Das muss ich schon sagen. Das ist sehr krass. Ja. Sehr erfreulich. Wir haben noch 9 Leben. Toll. Und einen Energietank verschwendet. Gar kein Problem. Machen wir ihn halt nochmal. Ach, Wily, ey, Mann, ich hasse ihn, ey. So ein Scheißgegner mit seinen Kackkugeln. Die ziehen auch so fick viel ab, das ist nicht zu fassen. Okay, das war's. Jetzt kommt Hardman. Schön, einmal getroffen. Zweimal getroffen. Fick dich, Wily. Dreimal getroffen, okay. Aha, aha, aha. Ja, super. Jetzt haben wir ihn sogar ohne Energietank geschafft. Na gut, einmal gestorben, einen Energietank verschwendet. Ich denke, das geht völlig in Ordnung. Ja. Wily liegt uns zu Füßen. Aber nein, es ist nicht Wily. Megamin hat es jetzt offen auch bemerkt. Ja, und das ist die wirkliche Wily Stage. Wobei, Stage kann man das nicht mehr nennen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Hardman. Oder? Nee, eigentlich nicht. Snake Man muss auf jeden Fall voll sein. Aber wir gucken erstmal, was es alles so bringt. Okay, da können wir Snake Man für auffüllen. Ja, was haben wir noch, was ziemlich viel weg hat? Hardman. Und, ja... Gemini, wie auch immer. Das können wir noch alles machen. Den Rush Jet brauchen wir übrigens nicht mehr. Deswegen können wir jetzt ruhig das Leben nehmen. Ich frage mich, wozu ist dieses Leben da? Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn man einmal stirbt. Aber, nee, hä? Hier startet man immer, wenn man gesund ist. Oh, das verstehe ich nicht so ganz. Ja, cool, wenn du mal kommen würdest. Energietank. Alles schön. So, natürlich nichts verschwenden. Okay, und wir nehmen... Ja, Shuriken ist die richtige Waffe. Wir gehen in den Kampf mit 10 Leben und 6 Energietanks. Nein, was habe ich getan? Ich will Shuriken. So, den wollte ich haben. Schön, hier sitzt der echte Dr. Wily. Der uns hier übrigens nicht treffen kann. Sehr billig, aber... Ich meine, es ist die beste Möglichkeit, ihn zu killen, ne? Okay, jetzt sind wir Snake Man. Oh, krass, dass du mich erwischt. Mhm. Wie bitte?
Ach so, cool, Instant Death. Ja, das ist natürlich kein Problem, ja. Schön. Gut, dass wir das auch mal erfahren haben, dass es ein Instant Death ist. Mhm, cool. Finde ich gut, ja. Eindeutig sehr schön. Da freue ich mich aber. Ach, dann nehme ich jetzt, ja, mhm, cool. Rush Coil wäre jetzt ganz toll. Mega Man, bist du bekloppt? Hallo? Eieieiei. Rush it. Komm. Krass. Okay. Moment. Ich glaube, man kann. Ja, das geht nicht. Deswegen werden wir jetzt Snake Man nehmen. Hallo? Okay. Das dürfte locker klappen. Ja. Aua. Okay, Wily, du bist tot. Gib auf. Okay, das war Wily und wir stehen in seinem Hinterteil. Okay. Ja, jetzt wäre der richtige Moment, um ihn abzuknallen oder ihn mit einer Schlange zu vergiften. Aber, naja, gut. Zeit hätte er gehabt. Ja, und jetzt kommen irgendwie Steine. Und da ist Proto Man. Und wir sind K.O. Where's Dr. Wily? Oh no. Too late. Ja, irgendwie kann man die Schrift jetzt da nicht so lesen. Epilog, okay. Mega Man, du hast den du hast wieder zu Bewusstsein gefunden. Ich habe dich. Achso, ich wundere mich, wer dich da liegen sehen hat. Ja, ich wundere mich, wer dich hierher gebracht hat. Dieses Flüstern, es muss Proto Man sein. Irgendwie habe ich die Schrift jetzt auch nicht so ganz nachverfolgen können. Numberless of Robots made by Dr. Wright. Number 8, Elecman, Atomic Energy. Ja, jetzt sehen wir Nummer 7, Fireman, Watts Disposal. Die Roboter aus Mega Man 1. Number 6, Bombman, Ground Disruption Robot. Nummer 5, Iceman, Antarctic Investigation Robot. Nummer 4, Gutsman, Wilderness Reclamation Robot. Number 3, Cutman, Timber Felling Robot. Number 2, Roll, Housekeeping Robot. Number 1, Mega Man, Former Assistant to Dr. Wright. Und Number 0, Proto Man, New Robot Prototype, Brother of Meta. Brother of Mega Man, jetzt kann ich gar nicht mehr lesen. So, da oben sehen wir übrigens, oben rechts, die Kapsel von Dr. Wily irgendwie, keine Ahnung. Und oben links war Proto Man zu sehen. Ja, Stuff interessiert keinen. Ja, gut. Number 17, Needleman. Jetzt geht's halt weiter mit Mega Man 3. Vorher wurden ja alle von Mega Man 1 aufgezeigt. Und ja, ihr habt gesehen, die Roboter von Mega Man 1, die haben wir auch bekämpft. Und die waren nicht von Dr. Wily, die waren von Dr. Wright. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, warum die jetzt gegen uns gekämpft haben. Keine Ahnung. Jedenfalls bei den restlichen müsste es Dr. Wily gewesen sein. Ich weiß da nicht genau die Umstände. Deswegen, ja, hier sehen wir noch die Roboter. Mega Man 3, die Stages an sich waren relativ schwierig teilweise. Also die ersten nicht so, aber die dunklen Stages, besonders von Needle Man und Gemini Man, die waren richtig fies, also sehr schwierig. Aber die Wily Stages waren wieder piss einfach, muss man ja wirklich so sagen, weil ich habe jetzt mit 10 oder 9 oder 10 Leben Spiel beendet und 5 oder 6 Energietanks. Gut, ich bin jetzt bei Wily zweimal draufgegangen, bei der einen und anderen Form, aber ich denke mal, das kann man verzeihen, sonst habe ich ja ganz gut gespielt. Ja, sonst bleibt mir zum Spiel nichts zu sagen, mal wieder eine sehr schöne Mega Man-Reihe. Ich glaube, das habe ich auch schon in den Vorgängern gesagt. Ja, was als nächstes kommen wird, sollte klar sein. Ich habe es ja angekündigt, Mega Man 4 natürlich. Ja, dann werden wir mal sehen, wie ich mich da anstellen werde. Ich hoffe mal ganz gut. Ja, und sonst bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen hier Sterne und Mega Man auf Rushdead, presented by Capcom. Und er springt ab. Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch der Schlussscreen. Ich glaube, das habe ich auch in jedem Vorgänger gesagt. Da kommt aber, glaube ich, nichts mehr. Na gut, damit verabschiede ich mich damit von euch. Jetzt auch zweimal damit gesagt. Ach, vergesst es einfach. Ich bin jetzt fertig. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.